So, Saskia Esken wird jetzt reden. 14 Mitglieder sind gewählt, 8 Frauen. Auffällig, dass vor allem die linken Delegierten hier gewählt wurden und prominente, ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben erstmal ein schönes Ergebnis. Wir haben hochzahlige Ergebnisse für viele, die jetzt bereits gewählt sind. Erstmal meinen ganz herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die es im ersten Wahlgang geschafft haben. Und für den zweiten Wahlgang will ich euch ans Herz legen, dass unsere Partei natürlich auch nicht nur die Einheit der Flügel und die Einheit der Frauen und der Männer, was wir ja auch in den Statuten stehen haben, zu berücksichtigen hat, sondern dass wir auch nach den Regionen gucken müssen. Und wir haben in den östlichen Bundesländern noch so ein paar Kandidatinnen und Kandidaten, die eure Unterstützung verdient haben, damit wir auch nach außen signalisieren können, wir sind auch, was die Einheit des Landes anbelangt, die jetzt 30 Jahre alt ist, was eine schöne, sehr, sehr schöne Sache ist, auch in unserem Vorstand sich abbildet. Ich bitte euch darum, da ein bisschen drauf zu achten. Danke.